أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag über die rechtgeleiteten Kalifen und wir reden heute inshallah ta'ala über den Amtsantritt des dritten Kalifen, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda. Wir haben ja gesehen, als Umar radiyallahu anhu ermordet wurde, also als er erstochen wurde und dann im Sterben lag, wer weiß noch, was hat er dann gesagt, wie es weitergehen soll nach ihm? Wer kann sich da noch erinnern, ja? Sechs benannt. Genau. Genau. Also noch vor dem Tod von Umar radiallahu an, sagte er, die sechs, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Paradies versprochen hat, die noch am Leben waren, die sollen... Also einer von ihnen soll der Kalif werden nach Umar radiallahu anh. Also schaut euch um, also beziehungsweise guckt, dass einer von diesen sechs Personen der nächste Kalif wird. Und diese sechs waren Ali radiallahu anh, Uthman radiallahu anh, Abdurrahman ibn Auf radiallahu anh, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anh, Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu an und Talha ibn Ubaidillah. Wie viele sind das? Aber dann will doch einer fehlen, weil 6 plus 2 sind 9. 6 plus 2? 6 plus 8. Genau. Also das sind wie viele? 6. So, und wie viele Kalifen gab es? Bis dato? Also abgesehen von den sechs, wie viele Kalifen gab es? Welche denn? Die drei Kalifen, welche? Uthman war noch kein Kalif, Umar ist am Sterben gerade. Ja? Der ist ja nicht der Kalif, der ist der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan. Abu Bakr und Umar. Zwei, genau. Also, es sind diese zwei, Abu Bakr und Umar. Und jetzt hat er sechs erwähnt. Wo ist der Rest? Einer ist verstorben, wer? Bitte? Nee. Einer von den zehn ist verstorben, wer war das? Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Der ist gestorben, aber da fehlt jetzt noch einer, damit es 10 werden, oder nicht? Wer fehlt jetzt noch? Az-Zubayr. Az-Zubayr ibn al-Awwam haben wir genannt. Az-Zubayr haben wir genannt, sondern wer? Nee, der gehört nicht zu den 10, ist natürlich ein besonderer, aber nicht bei den 10. Sa'id ibn Zayd, genau. Sa'id ibn Zayd, den hat er nicht aufgelistet. Er hat nur diese 6. Warum? Was denkt ihr, warum? Ja? Er war woanders eingesetzt, er war außerhalb Medina. Gut, den hätte man einbestellen können, wenn er da irgendwo draußen wäre, das ist jetzt... Es geht um das islamische Land und den hätte man einbestellen können. Zu jung? Nein. Genau, er war mit Umar verwandt. Und deswegen hat er gesagt, du bleibst vorne. Verwandte nicht. Also hier sehen wir, liebe Geschwister, wie zivilisiert die Sahaba waren damals. Das muss man sich mal vorstellen, ja?
Heutzutage redet man über Vetternwirtschaft und so weiter und so fort. Wir reden hier von über 1400 Jahren. Was Umar radiallahu anhu und die Sahabe natürlich, ja, aufgrund der Tatsache, dass sie die Schüler des Propheten waren, alayhi salatu wassalam, hat gesagt, ihn nicht, er ist mit mir verwandt. Damit gar nicht erst ja, diese Methode beginnt, dass man den Verwandten etwas überlässt ja, an Macht. Wie sollte nun gewählt werden? Ja, also es war jetzt nicht eine Ernennung eines Gefährten, sondern, also eines Kalifen, wie es bei wem war, wer wurde ernannt als Kalif oder zum Kalifen? Ja? Abu Bakr wurde ernannt. Er wurde gesagt, der nächste Kalif soll Abu Bakr sein, also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, der nächste Kalif soll Abu Bakr sein. Abu Bakr hat Umar ernannt. Bevor er gestorben ist, hat er ihm gesagt, ihr nehmt Umar radiallahu an als den nächsten Kalifen. Also ernannt wurde Umar. Abu Bakr wurde nicht ernannt. Aber, das hatten wir gesagt, alle Indizien deuteten darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr als den ersten Kalifen haben möchte. Bei Umar radiallahu an ist das jetzt so ein Mix. Er hat zwar nicht eine bestimmte Person ernannt, aber er hat den Rahmen begrenzt auf diese 6 Personen. Und Umar radiallahu anh sagte ihnen noch, innerhalb von 3 Tagen muss der nächste Kalif da sein. Also die Entscheidung innerhalb von 3 Tagen. Der 4. Tag soll nicht eintreten, ohne dass ihr den Kalifen ernannt habt. Also das hat er auch vor seinem Tode noch erwähnt. Und er sagte, wenn es nun unentschieden ist, bei 6 ist ja 3 gegen 3, ja, also 3 zu 3, was machen wir da? Er sagte, nimmt meinen Sohn mit, also Abdullah ibn Umar, und er darf nicht Kalif werden. Sein Sohn darf nicht Kalif werden, sagte Umar. Aber wenn es 3 zu 3 ist, dann guckt, was Ibn Umar sagt. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann nimmt die Ansicht, bei der Abdurrahman Ibn Auf dabei ist. Also Plan B und Plan C. Also entweder es gibt eine Mehrheit, dann hat sich die Sache erledigt. Wenn es Gleichstand gibt, dann soll Ibn Umar, der Sohn also von Umar radiallahu an, entscheiden. Wenn das aber doch nicht so angesehen werden sein sollte, dann soll eben die Partei gewinnen, in der Abdurrahman ibn Auf ist. Das war also die Idee von Umar radiallahu an, sein Wunsch nach seinem Tod. Wie ging es nun weiter? Umar radiallahu an wurde dann begraben, radiallahu anhu arda, neben Abu Bakr as-Siddiq, das wie wir gesagt haben, radiallahu anhum ajma'in. Genau, bevor er gestorben ist, und er sagte zu Suhaib al-Rumi, er möge vorbeten. Warum? Warum nicht einer von diesen 6? Es wird ja der nächste Kalif, einer von denen wird es. Aber warum nicht einer von diesen 6, sondern ein ganz anderer Sahabi? Ja? Barakallahu fiik. Er wollte niemanden bevorzugen. Weil wenn er jetzt sagt, er soll vorbeten, dann war es das. Dann hat er ja einen Vorteil. Und es soll ja, also er war also neutral, radiallahu anhu wa arda. Denn er wusste, einer von den 6 ist egal, wer es übernimmt, alle sind geeignet. Hier gibt es eine wichtige Angelegenheit nun. Sicher ist, und das weiß Umar selbst auch, radiallahu an, dass unter diesen 6 es Leute gibt, die besser sind als andere. Das ist ja Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Uthman, radiallahu an, ist der Beste von denen.
Und trotzdem hat er Uthman nicht ernannt, weil es im Islam erlaubt ist, dass jemand, der weniger besser ist, er ist anständig, gottesfürchtig und so weiter. Es geht jetzt nicht jemand, der ist ein Heuchler oder ein Fasik, ein Frevel. Es geht hier, du hast viele sehr, sehr gute, aber einer ist besser als der andere. Dann ist es islamisch erlaubt, wenn der weniger Gute Oberhaupt wird, wobei es den Besseren gibt. Denn es kann sein, dass es aus taktischen, aus Allahu A'lam, gesellschaftlichen Gründen, aus irgendeinem anderen Grund, kann es sein, dass der Bessere nicht das Sagen haben kann. Und das ist wichtig für uns, liebe Geschwister. Wenn sich Leute entscheiden, zum Beispiel auf der Reise. Auf der Reise soll man ja einen Emir wählen, also einen Reiseführer. Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn drei reisen, sollen sie einen als ihren Reiseführer ernennen. Und es mag sein, dass der Reiseführer jetzt nicht der Beste ist. Es gibt einen, der von mir aus hat er mehr Koran auswendig, zum Beispiel. Ja? Oder der hat mehr Erfahrung. Allahu a'lam. Auf jeden Fall, jetzt ist jemand der Anführer, der Reiseführer oder in anderen Angelegenheiten. Das war's. Dann müssen wir das akzeptieren. Dieser Reiseführer oder Anführer oder der Leiter oder wie man den auch nennen mag, der darf jetzt nicht zum Tyrannen werden. Ja, wie auch zur Zeit der Sahaba einer gesagt hat, so ich sage euch, geht ins Feuer rein. Dann sagten sie, wir folgten dem Propheten, damit wir nicht ins Feuer kommen. Kommst du, sagst du, geht ins Feuer rein. Der dachte, der kann jetzt machen, was er will. Ja? Und da sagte auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hätten sie ihm gehorcht, dann wären sie im Feuer gelandet. Also du als Anführer, Leiter, Vorgesetzter, du kannst nicht sagen, okay, so ich bin jetzt, meine Gebote sind heilig und egal was ich euch sage, ihr müsst das tun. Du musst natürlich schon darauf achten, dass du berücksichtigst, können diese Leute das machen, zum Beispiel auf der Reise. Du sagst, so das war's, gibt keine Pause mehr. Wir fahren jetzt 15 Stunden durch. Nur weil du es kannst, heißt es nicht, dass du das so durchziehst. Der Anführer soll nicht nach seinen Fähigkeiten etwas machen, sondern gemäß der Fähigkeiten der anderen. Du musst berücksichtigen, vielleicht gibt es Kinder dabei, ja, die können nicht 15 Stunden dadurch fahren, ja, oder zu Fuß, zu früher. Yani der Anführer, der soll bitteschön berücksichtigen und der Anführer soll sich beraten lassen. Du bist nicht ein Tyrann. Nur weil du das Sagen hast, heißt es nicht, die anderen haben nichts mehr zu melden. Lass dich beraten. Ja, die Beratung ist nicht bindend. Also die Entscheidung der Leute, die du berätst, nee, die dich beraten, die ist für dich nicht bindend. Du bist der Anführer. Aber Allah Azza wa Jalla hat eine Sure genannt, Ashura, die Beratung. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sich beraten lassen und ist auch diesem Rat gefolgt, bei Ghazwat Badr zum Beispiel und anderen Fällen auch. Also, der Anführer, dem muss Gehorsam, was? Allah ibarik fiik, entgegengebracht werden. Und der Anführer auf der anderen Seite muss auch milde sein, rücksichtsvoll sein. Also wusste Umar radiallahu anhu, ja, Uthman ist der Beste unter diesen sechs. Ali ist besser als die anderen nach Uthman. Ja. Aber trotzdem hätte es auch ein anderer sein können, ja, Abdurrahman ibn Auf oder irgendein anderer von diesen sechs. Das ist abzuleiten von diesem Verhalten der Sahaba, die nicht gesagt haben, Sekunde mal, wir müssen den Besten nehmen. Und erst dann kommt der Nächste. Nein, es gibt viele, bei der Anführung gibt es viele Aspekte. Nicht nur die Tatsache, dass er Koran kann. Ja, du musst ja auch noch andere Fähigkeiten haben. Ja. Führungsfähigkeiten, ja. Skills nennt man sie. Ja, es reicht nicht,
aus. Wallahi, du kannst den Koran auswendig. Das ist sehr schön. Jazakallahu khairan. Deswegen ist beim Vorbeten hast du mehr Vorrang, ja, wenn du den Koran auswendig kannst, weil es geht um was? Um Koran auswendig, also vortragen. Ruku', Sujud kann jeder. Aber jetzt ein Staat zu regieren, also oder von mir aus eine Sache zu organisieren, eine Reise zu organisieren, das braucht ein bisschen mehr als nur religiöses Wissen. Wie ging es nun weiter? Diese sechs Leute nun sollten sich also treffen, sobald Umar radiallahu an begraben wurde. Und so war das auch, dass die sechs sich getroffen haben, entweder in der Wohnung von Aisha, hieß es, also da, wo eben Umar begraben wurde, oder eben woanders, das spielt jetzt keine große Rolle, wo das war. Auf jeden Fall hat Umar radiallahu an ihnen gesagt, sie sollen sich sofort treffen, sobald er begraben wurde, und das ist auch so eingetreten. Abdurrahman ibn Auf nun hat eine sehr wichtige Rolle gespielt in bei dieser Sache. Erstmal, Abdurrahman ibn Auf ist ein gewaltiger Sahabi, war sehr reich, gehörte zu den reichsten Sahaba. Vielleicht kennt ihr seine Geschichte, als er ausgewandert ist von Mekka nach Medina. Und dann, er hatte ja sein Hab und Gut gelassen in Mekka. Ja, der ging ohne irgendetwas mitzunehmen. Und dann ging es ja, also der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ja die Sahaba von den Muhajirin und den Ansar, diese Brüderschaft, ja, wie man das nennt. Also jeder Ansari hat ein Muhajiri als Bruder genommen. So sehr, dass sie sich auch geerbt haben, gegenseitig. Zu Beginn, das wurde dann aufgehoben, später. Und Abdurrahman ibn Auf hatte dann seinen Bruder von den Ansar, und dieser sagte: Hör mal zu, ich habe mehrere Frauen, sag mir, welche du heiraten willst, ich gebe sie, ich lasse mich scheiden und gebe sie dir. So sehr wollte er sich einsetzen für diesen Sahabi, der ausgewandert ist. Da sagte Abdurrahman ibn Auf: Möge Allah deine Frauen segnen, nein, behalte sie, sag mir nur, wo der Markt ist. Wo ist der Handel bei euch, der Markt? Und dann ging er zum Markt, und am nächsten Tag waren die Karawanen wieder da. Er war ein sehr guter Kaufmann. Er war ein sehr reicher Mann, radiallahu anhu wa arda. Und trotzdem, was heißt trotzdem? Und er war einer der 10 Menschen, denen das Paradies zu Lebzeiten versprochen wurde. 4 von denen waren die meisten, ja, also zumindest mal mindestens die Hälfte davon war sehr, sehr wohlhabend. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf. Und allen wurde das Paradies zu Lebzeiten versprochen. Das zeigt, Reichtum muss kein Hindernis sein. Ist eine Riesengefahr? Ja. Ist eine Riesengefahr? Ja. Geld ist eine Versuchung. Aber kann man reich sein und ein sehr guter Muslim sein? Ja, das geht. Aber wie gesagt, das bedarf eines Umfelds und eines Glaubens und Vorsichtsmaßnahmen, damit man nicht in die Irre kommt aufgrund dieser Versuchung. Auf jeden Fall, Abdurrahman ibn Auf, radiallahu an, sagte dann, sie trafen sich, die sechs, dann sagte er: Erst einmal beginnen wir damit, wer überlässt es den anderen? Erstmal, wer tritt zurück von dieser Kandidatur? Es waren 6 Kandidaten, und das erste hieß: Wer tritt freiwillig zurück? Da sagte Az-Zubayr: Ich nominiere Ali an meiner Stelle. Tritt zurück, Ali soll es werden. Talha sagte: Ich trete zurück, Uthman sollte es werden. Und Sa'd sagte: Ich sage, Abdurrahman ibn Auf soll es werden. Dann waren es nur noch 3. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu an, sagte dann zu Uthman und Ali: Überlässt ihr mir die Entscheidung? Ich bin zurück, ich werde es nicht machen. Überlässt ihr mir die Entscheidung? Dann sagten sie ja.
Das heißt, jetzt haben wir nur noch zwei. Uthman und Ali, radiyallahu anhuma. Und das war, also hier seht ihr, die Sahaba wussten das. Also die wussten, wer Uthman ist. Die wussten, wer Ali ist. Sahaba, das waren, hier, wir reden hier von welchen Sahaba? Die besten Sahaba, hier anders formuliert, wir reden hier von den besten Menschen überhaupt, nach den Propheten, nach Abu Bakr und Umar. Es gibt keine besseren Menschen. Und die wussten ganz genau, wer Uthman ist und wer Ali ist. Radiyallahu anhum. Also haben sie gesagt, okay, wir hier, Ali und Uthman, hier zwischen diesen beiden soll die Wahl sein. Abdurrahman ibn Auf sagte dann also, okay, überlasst ihr mir das? Sie sagten ja. Was hat nun Abdurrahman ibn Auf gemacht? Er ist zu den Medinensern, er hatte ja drei Tage, er ist zu den Medinensern und hat sie befragt. Also es gab eine Wahl. In der Überlieferung heißt es, er ist zu den Frauen, er ist zu den Kindern. Er hat die Medinenser gefragt, wen wollt ihr? Es gibt Uthman und es gibt Ali. Wen wollt ihr? Wollt ihr Ali als nächsten Kalifen oder wollt ihr Uthman als nächsten Kalifen? Und die Mehrheit war für Uthman, radiyallahu anhu. Es gab einige, die waren für Ali, aber die Mehrheit war für Uthman, radiyallahu anhu wa ardah. Also, am dritten Tag nach dem Morgengebet, das war ja die Deadline, also am Abend davor, redet er mit Ali und mit Uthman, hat ihnen bekannt gegeben, die meisten haben gesagt, Uthman. Und er sagt, oh Ali, habe nichts in deiner Brust, ja, also nicht, sei jetzt nicht traurig oder so. Und natürlich war Ali radiallahu anhu nicht traurig, ja, sondern ganz im Gegenteil. Er war der Erste, wie wir gleich sehen werden, der den Treueeid geschworen hat. Also am Vortag hat er ihnen das Bescheid gegeben. Am nächsten Tag nach Salat Subh hat er alle versammelt. Die sechs Kandidaten waren vorne. Und wer hat Subh vorgebetet nochmal? Suhaib. Radiyallahu an. Also und dann hat Abdurrahman ibn Auf eine Rede gehalten. Und er hat gesagt, die meisten waren für oder sind für Uthman radiallahu an. Und da kam Ali und sagte, hiermit schwöre ich dir meine Treue, diese Bay'a. Ja. Und alle anderen haben dann auch diese Bay'a, also diesen Treueeid, geschworen. Und so wurde er Kalif radiallahu anhu wa ardah nach dem Tode des Gefährten Umar radiallahu an. Diese Geschichte steht in Sahih al-Bukhari. Schauen wir uns mal kurz einen Ausschnitt aus diesem Hadith an. Und zwar, was passierte, als dieser Morgen anbrach und nach dem Morgengebet, also kamen diese Leute und standen am Mimbar, ja, also diese Kanzel. Und so schickte man zu allen Muhajirin und Ansar, alle sollen kommen. Und auch die Heeresführer sollten kommen, also die Generäle. Und so kamen sie zusammen und dann sagte Abdurrahman ibn Auf, nachdem er erstmal Allah gelobt hat, ja, das Glaubensbekenntnis aufgesagt hat, also dieses Alhamdulillah, Salatu Salam ala Rasulullah, wie man eine Rede beginnt eben, dann sagte, so dann, ich habe die Leute befragt, ja, in Medina, und die meisten waren für Uthman, radiyallahu an. Da sagte eben Ali, radiyallahu an, hiermit schwöre ich dir meine Treue, entsprechend dem Koran und der Sunna. Und so haben dann alle Leute den Treueeid geschworen, und zwar für Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa ardah. Hier müssen wir nun auf einige Aspekte eingehen, die was mit der Aqida zu tun haben. Denn die Schiiten, sie haben ja was gegen Uthman und gegen Umar und gegen Abu Bakr, radiyallahu anhum.
Und deswegen gab es auch viele falsche Überlieferungen. Sie haben viele unauthentische Überlieferungen verbreitet. Und das ist natürlich das gefundene Fressen für die Orientalisten. Das heißt, die Orientalisten, die Scheinargumente, die sie hegen gegenüber dem Islam, sehr vieles davon entnehmen sie aus diesen falschen und erlogenen Überlieferungen der Schiiten. Und dazu gehört auch dieser Aspekt. Und was denkt ihr, was behaupten die Schiiten? Barakallahu fi. Dass Abdurrahman ibn Auf gelogen hat und dass Ali radiallahu anh gesagt hat, du hast mich hintergangen. Wir sind ja im Kindergarten oder so. Ja? Also, subhanallah, wie kann man denken, dass diese Sahaba hinterlistig sind? Aber das ist ja kein Wunder, bei denen sind das sowieso Heuchler gewesen. Das sind ja keine Sahaba. Sahaba sind nur 12 oder ein paar mehr, ein paar weniger, je nachdem, welche schiitische Gruppe eben hier das sagt. Ansonsten aber tausende Sahaba sind Heuchler. Munafiqun also. Sie haben nur so getan, als ob sie Muslime seien. Aber tatsächlich waren sie keine Muslime. Und deswegen sagen sie, Uthman radiallahu an hatte eine List mit Abdurrahman ibn Auf. Warum? Und hier kommt jetzt etwas Wichtiges, liebe Geschwister. Aqidat Ahlus Sunnah wal Jama'a ist, dass man sich nicht in die Nähe von Sekten begibt. Das kannst du in jedem Aqidah-Buch lesen. Wehe dir vor Diskussionen mit Sektenanhängern. Selbst die Gelehrten diskutieren nicht. Nur wenn es sein muss. Der Laie sowieso nicht. Warum? Weil die Sekten, die sind ja nicht blöd. Also ja, sie lügen, aber sie versuchen natürlich auch, authentische Sachen zu benutzen, um dir Zweifel einzupflanzen gegenüber der Sunna und gegenüber den Sahaba. Was sagen sie? Sie sagen, ja, aber Sekunde mal, Abdurrahman ibn Auf war verschwägert mit Uthman. Also nicht direkt, aber um ein paar Ecken herum war er verschwägert. Dazu sagt Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, er sagt, Abdurrahman war nicht der Bruder von Uthman und er war auch nicht sein Cousin. Und er gehörte überhaupt nicht zu seiner Familie, also nicht zu seiner großen Familie, nicht zu seinem Stamm, Qabila. Sondern der eine ist vom Stamm Bani Zuhra und der andere ist vom Stamm Bani Umayyah. Und Bani Zuhra ist näher zu Bani Hashim. Und Bani Hashim, wer ist von denen? Ali, radiallahu anhu. Das heißt, von der Verwandtschaft her ist er, also Abdurrahman ibn Auf, näher zu Ali. Ja, er ist verschwägert, aber Sekunde mal, wenn du jetzt die Verwandtschaft und Schwägerschaft, oder wie nennt man das? Man sagt verschwägert, oder? Was ist näher? Die Verwandtschaftsbeziehung ist näher als die Beziehung durch Heiraten. Ja? Also die, genau, genau. Man ist seinen Verwandten näher, in dir fließt deren Blut. Aber dass du eine Frau heiratest, die Familie der Frau nun, die ist ja auch dir nahe, aber wer ist näher, darum geht es, ja, von deinem Vater die Familie, nicht von deiner Ehefrau die Familie. Also, also das heißt, dass wir sagen, Abdurrahman ibn Auf hat Uthman radiallahu anh bevorzugt, weil er verschwägert ist. Da hätte doch Ali bevorzugen müssen, weil er verwandt ist. Oder nicht? Also ist dieser Einwand ein loser Einwand, ein schwacher Einwand. Und noch dazu müssen wir wissen, es geht hier noch einmal um die Sahaba, die Vertrauenswürdigen,
jene, die Allah fürchten, jene, denen das Paradies versprochen wurde, noch bevor sie gestorben sind, noch zu Lebzeiten. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat ihnen das Paradies versprochen. Ein weiterer Einwand der Schiiten lautet, dass es eben zu Unruhen kam. Ja, und die Medinenser waren sich nicht einig. Und das ist auch Quatsch. Alle waren sich einig. Also der Amtsantritt von Uthman, radiallahu an, der war im Einklang mit allen Medinensern. Also es gab niemanden, der gesagt hat, nein, da bin ich nicht einverstanden damit, das ist schlecht. Außer natürlich die Heuchler. Ja. Aber ich rede jetzt von den Sahaba, radiallahu anhum. Sie alle waren mit ihm einverstanden. Und deswegen, und das ist ein wichtiger Punkt jetzt, besteht der Konsens unter den Sahaba, dass Uthman der rechtmäßige Kalif war. Der Konsens, Ijma'. Warum ist das wichtig, werden wir gleich sehen. Dann gab es einige Aussagen, also angebliche Aussagen von Ali, radiallahu an, wie gesagt, dass er zu Abdurrahman ibn Auf gesagt hat, du hast mich hintergangen, ja, du hast mich reingelegt. Und das ist natürlich nicht authentisch. Also das wird ja trotzdem geprüft, hadithwissenschaftlich. Alle Überlieferungen werden geprüft. Und dann entdeckt man, okay, da gibt es schiitische Überlieferer, die für ihr Lügen bekannt waren. Ja. Es gibt schiitische Überlieferer, die gehörten nicht zu denen, die Unglauben vertreten haben und so weiter und so fort und die nicht gelogen haben. Von denen hat man überliefert, zum Beispiel bei Sahih al-Bukhari. Aber das sind jetzt nicht diese Schiiten, die Aisha beleidigen oder sagen, Koran wäre gefälscht und so Kuffer-Aussagen. Es geht nicht um die, sondern, wie wir inshallah gleich sehen werden, es geht um die Frage, wer hätte der erste Kalif sein sollen? Und wer sagt, Ali sollte eher als Abu Bakr der Kalif sein, ist ein Mubtadi', das ist eine Bid'ah. Warum? Er widerspricht den klaren Beweisen. Aber er ist trotzdem ein Muslim. Das heißt, er beleidigt nicht die Sahaba und sagt nicht, Abu Bakr sei Kafir oder sowas ähnliches und so weiter. Ja, oder Aisha hätte Zina begangen, radiallahu anha. Ja, diese Schiiten, die behaupten, Aisha hätte Zina begangen, das sind keine Muslime mehr. Oder derjenige, der sagt, Koran ist gefälscht, wie Khomeini. Khomeini, der sagt, Koran ist falsch, also gefälscht. Die warten auf den Mushaf von Fatima. Das ist der richtige Mushaf. Aber der, den wir jetzt haben, der ist gefälscht. Da fehlt die Hälfte oder Allahu a'lam wie viel. Wer das behauptet, ist ein Kafir, der ist kein Muslim mehr. Aber es geht darum, Al-Imam al-Bukhari, rahimahullah, überlieferte von jenen, die zwar diese falsche Ansicht haben, die aber nicht zum Kufr führt. Ja? Das sind ja die zwei Bedingungen, damit man von einem Überlieferer überliefert, der zwar vertrauenswürdig ist, aber der einen Fehler hat. Erstens, dieser Fehler darf kein Kufr sein. Zweitens, er darf nicht zu jenen gehören, die zu diesem Fehler aufrufen. Er persönlich ist der Ansicht, der hat aber jetzt nicht Bücher darüber geschrieben, hat diese Ansicht nicht die ganze Zeit verteidigt, aber er selbst war dieser Ansicht. Wenn diese beiden Bedingungen vorhanden sind, seine Aussage ist nicht Kufr und er ruft nicht zu dieser Bid'a auf und er ist vertrauenswürdig und so weiter, die anderen Bedingungen eines Hadiths, dann darf man von ihm auch diese Aussage überliefern. Und das finden wir unter anderem bei Imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. Deswegen finden wir auch, und das ist auch wieder so ein Punkt, eine Falle, den die Bid'a-Leute, Ahlul Bid'a, benutzen. Sie sagen, aber Sekunde mal, Imam Tabari hat diesen Hadith überliefert. Imam Tabari ist kein Schiite, gehört zu Ahlul Sunnah wal Jama'a. Da muss man wissen, Imam al-Tabari, rahimahullahu ta'ala, war ja ein gewaltiger Wissenschaftler und er hat seine Bücher nicht für mich und dich geschrieben, für Laien, sondern für Wissenschaftler. Und er schreibt dir die Überlieferungskette, sodass du weißt, ob dieser Hadith authentisch ist oder nicht. Und die Gelehrten früher, die haben immer alles gesammelt, was so kursierte an Aussagen, damit man über alles Bescheid weiß, über die Wahrheit, auch über die Lügen, damit dir nichts entgeht.
Das, was machen jetzt die Ahlul Bid'ah und die Orientalisten? Die sagen, Tabari überlieferte in seinem, entweder Tafsir oder in seinem Geschichtswerk, er hat diese zwei, natürlich hat er mehr Werke, aber das sind so zwei gewaltige Werke von ihm. Dies und jenes. Ja, das heißt nicht, dass Tabari sagte, dieser Hadith ist authentisch. Sondern das bedeutet, er sagt ja, Achtung, den Hadith gibt's. Also was heißt es gibt? Den gibt es auf dieser Welt, der kursiert rum. Aber das heißt nicht, dass er ihn bestätigt hat. Und deswegen muss man lernen. Und deswegen muss man dieses vorbeugende Wissen haben, dass man nicht sieht, okay, ein Hadith überliefert bei der Tabari, guck mal, Abdurrahman hat ihn reingelegt und so weiter und so fort. Und dass du sagst, okay, wenn es Tabari überliefert hat, dann muss es richtig sein. Nein, muss es nicht richtig sein. Sondern ganz im Gegenteil, es ist bekannt bei den Gelehrten, dass viele Hadith-Werke auch unauthentische Hadith enthalten. Warum? Weil die Gelehrten dir alles zeigen wollen, hier, das ist richtig und pass auf, das ist falsch. Warum hat er nicht gesagt, Achtung, das ist falsch? Er hat dir doch die Überlieferungskette geschrieben. Und er schreibt das für Gelehrte, wenn er den Namen sieht, dann weiß er, aha, das ist ein Lügner in dieser Überlieferungskette. Also war das auch so ein Einwand der Schiiten, dass sie behauptet haben, Ali radiallahu anh wäre nicht zufrieden gewesen und er wäre dagegen gewesen. Das stimmt nicht. Ali radiallahu anh ist ein edler Gefährter und er kennt auch die Stellung der Sahaba von Abu Bakr und Umar und Uthman radiallahu anhum und er liebte sie und sie liebten ihn. Und von daher ist dies eine Lüge über Ali radiallahu anhu wa arda. Kommen wir nun zu den Beweisen, dass Uthman ibn Affan radiallahu anhu ein rechtmäßiger Kalif ist. Dazu gehört die Ahadith, die überliefert wurden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm Bescheid sagte, dass er ein Anführer werden wird und dass es zu Konflikten kommt. Das hat sich schon mal kurz angeschnitten. Und zwar überlieferte Abu Musa radiallahu anhu, er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam einmal in einen Garten rein. Und da kam ein Mann, der um Eintritt gebeten hat. Also sagte er, lass ihn eintreten und verkünde ihm die frohe Botschaft, dass er ein Paradiesbewohner ist. Und dann war es Abu Bakr. Da kam ein anderer und bat um Erlaubnis einzutreten. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, erlaube ihm und verkünde ihm, dass er ein Paradiesbewohner ist. Und da war es Umar radiallahu anhu. Und da kam ein dritter und bat um Erlaubnis einzutreten. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lasst ihn eintreten und verkündet ihm, dass er ein Paradiesbewohner werden wird nach einer Prüfung, also nach einem Konflikt. Und da war es wer? Uthman ibn Affan radiallahu anhu wa arda. Dieser Hadith zeigt die gewaltige Stellung dieser drei Sahaba. Und wenn wir sagen, das sind die besten Gefährten, dann heißt es nicht, dass wir Ali hassen, radiallahu anhu. Das ist ja dieses Vorurteil und die Lüge der Schiiten über Ahlus Sunnah. Sie sagen, wir hassen Ali, radiallahu anhu, oder Al-Hussein, oder Fatima, radiallahu anhum ajma'in. Und das ist ja wohl sowas von erlogen. Wir lieben die Sahaba, allesamt. Aber wir sagen, es gibt Rangstufen, so wie bei Propheten. Kann jetzt jemand sagen, ihr hasst Musa alaihis salam? Ja, warum? Ja, ihr liebt Ibrahim mehr. Was ist denn das für eine Logik? Ja, wir sagen, Ibrahim ist besser als Musa. Hassen wir deswegen Musa alaihis salam? Natürlich nicht. Sondern wir sagen, wir lieben alle Propheten, respektieren alle Propheten. Aber Allah azza wa jal hat Rangstufen bestimmt. Der beste Prophet ist unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der zweitbeste ist Ibrahim alaihi salatu wassalam. Und dann kommen die drei anderen von den fünf
Propheten der Entschlossenheit, danach die restlichen Propheten. Da kann doch nicht jemand kommen und sagen, ihr hasst Yusuf a.s. und Yunus a.s. und ihr hasst alle anderen Propheten außer die fünf. Was ist denn das für ein Quatsch? Wir lieben sie alle, aber Allah azza wa jalla hat diese fünf Propheten, er hat ihnen einen höheren Rang gegeben. Und so sagen wir auch über die Sahaba. Die besten Sahaba sind diese zehn. Also die vier in ihrer Reihenfolge, dann die restlichen sechs, denen das Paradies versprochen wurde. Wer kommt dann danach, die besten Sahaba nach ihnen? Die an Raswat Badr teilgenommen haben. Und dann, wie geht's weiter? Genau, dann die restlichen Muhajirun und dann, wer bleibt denn übrig? Ja? Die Ansar. Das ist die Reihenfolge, was die Frage angeht, wer sind die besten Sahaba? Diese Reihenfolge ist die Reihenfolge bei Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Also in diesem Hadith erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er eine gewaltige Prüfung haben wird. Welche Prüfung? Ja, schau dir das Leben von Uthman an. Welche gewaltige Prüfung hatte er? Ist er aus Hunger gestorben? Hatte er eine Riesenkrankheit? Was war im Leben von Uthman radiallahu an die größte Prüfung überhaupt? Genau, diese Spaltung der Muslime. Das heißt, dass sich einige Gegner von Uthman radiallahu an formierten und ihn dann getötet haben. Das heißt, lies dir sein Leben durch und du wirst wissen, was war diese gewaltige Prüfung. Ein weiterer Hadith lautet, dass Jabir ibn Abdullah sagte, radiallahu an, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er sah im Traum einen rechtschaffenen Mann. Und Abu Bakr hielt an ihm. Und Umar hielt an Abu Bakr. Und Uthman hielt an Umar, radiallahu an. Da sagte Jabir, als wir dann aufgestanden sind, also vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er uns das erzählt hat, sagten wir, also die Sahabe unter sich, der rechtschaffene Mann ist wer? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und was bedeutet, dass sie sich gehalten haben? Also, dass eben die Herrschaft ihnen übergeben wurde. Also die Sahaba, die wussten, was los ist. Sie waren im Bilde, ja, dass eben Abu Bakr radiallahu an der Nächste sein wird, Umar, Uthman. Sie haben diese Ahadith ja mitbekommen. Ebenso lautet ein Hadith von Abu Huraira radiallahu an, dass er sagte, ich hörte den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, nach mir wird es Versuchungen und Streit geben. Da sagten wir, o Gesandter Allahs, wem sollen wir dann folgen? Dann sagte er, folgt dem Vertrauenswürdigen und seinen Leuten. Und er zeigte auf Uthman radiallahu an. Also das zeigt den hohen Rang des Gefährten Uthman radiallahu anhu wa arda. Ein weiterer Hadith lautet, dass Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Uthman, Allah wird dir ein Kleid geben oder wird dich ein Kleid tragen lassen. Wenn die Leute dir dieses Kleid entziehen wollen, dann ziehe es nicht aus. Was ist dieses Kleid? Ja? Das Amt des Kalifen. Und tatsächlich ist es ja eingetreten. Bei keinem Kalifen vorher, also weder bei Umar noch bei Abu Bakr, gab es Leute, die gesagt haben, tritt zurück. Kein Mensch hat zu Umar je gesagt, hör mal zu, du darfst nicht mehr Kalif werden. Oder zu Abu Bakr. Aber bei Uthman schon. Sie haben, das werden wir inshallah sehen, detailliert, bihaulillah, sie haben seine Wohnung umzingelt, belagert, sie haben verboten, dass Essen und Trinken reinkommt, zu Uthman radiallahu an, dieser Khawarij, ja.
Und als er immer noch nicht zurücktreten wollte, weil er hat ja diesen Hadith. Er sagt, das kann ich nicht machen. Nicht, weil er nicht, yani, also weil er eben diesen Befehl vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, du sollst das nicht machen. Als er eben nicht wollte, sind sie reingegangen und haben ihn getötet, während er Koran liest. Das heißt also, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berichtete bereits, er wird ein Kalif. Ebenso, und über diese Sache gibt es mehrere Wortlaute, also dass Uthman radiallahu anh ein Kleid bekommt und es wird ihm entrissen, also man will es ihm entreißen und er soll es nicht ausziehen. Da wurden mehrere Überlieferungen darüber überliefert. Ein weiterer Hadith lautet, dass Aisha radiallahu anha berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ruft mir einen Mann von meinen Gefährten. Da sagte man Abu Bakr, er sagte nein. Umar, er sagte nein. Dein Cousin Ali, er sagte nein. Uthman, er sagte ja. So kam Uthman, radiallahu anh, und er sagte zu Aisha, geh. Dann hat er mit ihm leise gesprochen, mit Uthman, radiallahu anh, und Uthman, ja, also seine Farbe im Gesicht änderte sich. Ja, er lief ja, gelb an, wie man das auch sagt. Also man merkte, er ist erschüttert. Als nun der Tag der Belagerung kam, zur Zeit von Uthman, an dem Tag, an dem er belagert wurde, in seiner Wohnung umzingelt wurde, da haben wir gesagt, warum kämpfst du nicht? Die Sahaba, die haben gesagt, lass uns, gib uns einen Befehl und wir machen die platt. Aber Uthman hat gesagt, nein, ich will nicht, dass wegen mir Leute sterben. Also sagte er, nein, kämpft nicht, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mir das ja gesagt. Er hat mir gesagt, du wirst getötet werden. Also er wusste, er wird getötet werden. Warum sollen jetzt die Leute sterben, wenn am Ende er trotzdem stirbt? Also was bringt das jetzt? Jetzt jagt er die Sahaba auf sie. Und dann gibt es ein Gemetzel und die Sahaba werden getötet und am Ende, er weiß, er wird sterben. Ja, dann sterbe ich doch lieber so, ohne noch mehr Blut zu vergießen. Ja? Also sagt er, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat mir damals, als er so im Gesicht so die Farbe geändert hat, er war erschüttert, das war eben diese Nachricht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, die Leute werden dich umbringen. Und wir hatten doch bereits den Hadith, als er auf dem Berg von Uhud war, ne? Mit Abu Bakr, Umar und Uthman. Er sagte, o Berg, bleibe fest, auf dir ist ein Prophet, ein Wahrhaftiger und zwei Märtyrer. Das heißt, Uthman wusste, dass er getötet werden wird. Radiallahu anhu wa arda. Ebenso, wie gesagt, die Sahaba wussten, dass Uthman der rechtmäßige Kalif war. So sagt Ibn Umar, zum Beispiel, radiallahu an, zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben wir Abu Bakr niemanden bevorzugt. Dann Umar, dann Uthman, also von den Sahaba. Also zuerst war Uthman, Abu Bakr derjenige, dann Umar, dann Uthman. Also die Sahaba wussten ganz genau die Reihenfolge dieser Sahaba. Und deswegen ist Aqidah von Ahlus Sunnah wal Jama'a, dass der Beste eben Abu Bakr ist, dann Umar, dann Uthman. Das sagen wir nicht einfach so. Also diese Aqidah ist nicht, Allah, Enemistes, rabbelt in der Kiste, der ist jetzt der Beste. Sondern hier geht es um Überlieferungen. Unsere Aqidah ist was? Die Aqidah der Sahaba. Das sagen wir doch unzählige Male. Wir sollen das glauben, was die Sahaba geglaubt haben. Die Sahaba haben das geglaubt, aufgrund der Belege aus Koran und Sunna natürlich, aufgrund des Verhaltens des Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber diesen Sahaba. Deswegen sagen wir, Abu Bakr ist der Beste, radiallahu anhu. Und Umar ist der Zweitbeste und Uthman ist der Drittbeste, radiallahu anhum ajma'in. Und Ali ist der Viertbeste, radiallahu anhu wa arda. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, dies ist also ein Bericht über das, was die Sahaba geglaubt haben bezüglich der Bevorzugung Abu Bakrs, dann Umar, dann Uthman. Und
es wurde überliefert, dass dies dem Propheten zu Ohren kam und er sie dafür nicht getadelt hat. Das heißt also, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wusste, wie die Sahaba denken, dass eben Abu Bakr der Beste ist, dann Umar, dann Uthman. Und er hat ihnen nicht gesagt, stopp, nein, das ist falsch. Wäre es falsch, hätte er sie berichtigt und hätte er ihnen erklärt, wie die richtige Reihenfolge sein muss. Ebenso haben mehrere Gelehrte erwähnt, dass dies ein Konsens ist. Ja, also dass eben Uthman der dritte Kalif ist, unter anderem Al-Shafi'i und andere Gelehrte, Ibn Taymiyyah, Al-Dhahabi und so weiter und so fort. Und das wird in den ausführlichen Aqidah-Werken überliefert. Es gibt ja Werke, es gibt Kurzfassungen, Al-Wasitiyya, Al-Tahawiyya, das sind ja Kurzfassungen. Und es gibt dann Bände bezüglich der Aqidah, wie zum Beispiel Sharh Usul Ahl Sunnati wal Jama'a von Imam Al-Lalakai. Das sind immer Überlieferungen, besonders eben von Sahaba und Tabi'in. Und wie war ihre Aqidah? Was haben sie geglaubt? Und das deswegen, unsere Aqidah von Ahl Sunnati wal Jama'a ist die Aqidah der Sahaba, die überlieferte Aqidah. Im Gegensatz zu den Sekten. Die Sekten, die ignorieren dann das, was die Sahabe gesagt haben, dann geht's los, Zeit, Ort, kann nicht sein, muss nicht sein, wie und so. Wir sagen, guckt mal, wir glauben das, was die Sahabe gesagt haben. Und das, was die Sahabe gesagt haben, das ist das Logische und Vernünftige und Rationale. Alles andere, was dem widerspricht, ist nicht rational. Und das war ja die Kunst von Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dass er eben das so detailliert widerlegt hat, die ganzen angeblichen rationalen Theologien bis hin zur Widerlegung der Logik von Aristoteles. Also der hat die Wurzel, ja, dieser Sekte, also die Asha'ira und Maturidiyya und vor ihnen die Mu'tazila und Jahmiyyah, deren Wurzel ist ja was? Aristoteles. Also sie basieren auf der Logik von Aristoteles. Und deswegen Ibn Taymiyyah hat geantwortet, also widerlegt, bis er bei Aristoteles selbst war und sagte so, Aristoteles liegt hier falsch und das ist unlogisch und so weiter. Das heißt, er nimmt die Philosophie von Aristoteles und seinesgleichen auseinander. Und das deswegen nennt man ihn Sheikhul Islam. Also seine Arbeit, die er geleistet hat, ist grandios. Nun kommen wir zur Frage, abschließend, wann ist man noch von Ahlus Sunnah und wann nicht mehr? Wer, Abu Bakr oder Umar oder Uthman, radiallahu anh, wer sie nicht anerkennt als Sahaba, das ist sowieso, das macht nur ein Kafir. Also die Sahaba als Heuchler zu bezeichnen, das macht nur ein Kafir. Denn damit widersprichst du dem Koran. Wenn du sagst, die Sahaba waren Heuchler, ja, hat dann Allah gelogen, als er gesagt hat, er ist zufrieden mit ihnen? Allah sagt doch, er ist zufrieden mit den Muhajirin und Ansar. Wie kannst du dann sagen, die sind Kuffar? Nein, er gemeint, es ist ein paar Muhajirin und ein paar Ansar. Allah Azza wa Jalla hat gesagt, Allah ist zufrieden mit den Muhajirin und den Ansar. Nicht mit einigen Muhajirin und mit einigen Ansar. لقد رضي الله عن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Die ersten Generationen unter den Muhajirin und Ansar und die ihnen richtig folgen, Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit Allah. Und Allah Azza wa Jalla sagte, Allah ist zufrieden mit denjenigen, die dir den Treueeid geschworen haben unter dem Baum. Ja, als Rasul sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaba war und da ging es, dass sie Treue geschworen haben, bis zum Tode werden sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigen. Wer waren das, bitteschön? Es waren die Sahaba. Wie sagt Allah azza wa jalla, er ist zufrieden mit ihnen und am Ende waren sie doch Heuchler. Also wer die Sahaba nicht anerkennt, der ist kein Muslim. Zweitens, wer sie anerkennt, aber er sagt, Abu Bakr und Umar, also andersrum formuliert, Ali müsste der erste
Kalif gewesen sein, der gehört zu Ahlul Bid'ah. Das ist eine Bid'ah. Also das ist eine unzulässige Aussage. Bei Uthman und Ali, wenn jemand sagt, ja, Uthman ist ein anerkannter Kalif, ich leugne nicht, dass er Kalif war und dass es ein Sahabi ist. Aber Ali ist besser als Uthman. Hier, wie Ibn Taymiyyah auch erwähnte, gibt es einige Gelehrte, die sagen, okay, das ist zwar falsch, aber den schließen wir jetzt nicht gleich von Ahlus Sunnah wal Jama'ah aus. Wenn er nicht Abu Bakr und Umar nach Ali auflistet. Das ist die Voraussetzung. Wer Ali radiallahu anh vor Abu Bakr und Umar auflistet, der gehört nicht zu Ahlus Sunnah. Aber wer sagt, ja, Abu Bakr ist der Erste, Umar ist der Zweite, keine Diskussion, aber Ali ist besser als Uthman, da sind sich die Gelehrten nicht einig. Gehört er noch zu Ahlus Sunnah oder nicht? Warum kommen jetzt die Leute und sagen, er gehört nicht mehr zu Ahlus Sunnah und das ist eine gewaltige Bid'ah? Weil wir was gesagt haben, die Sahaba haben einen Konsens, dass Uthman der nächste Kalif ist. Wie kannst du den Konsens jetzt widersprechen? Das geht doch nicht. Ein Ijma' darf man nicht widersprechen. Alle Sahaba sind sich einig und du sagst, nein, falsch. Wenn alle Sahaba sich einig sind, dass Uthman radiallahu an der rechtmäßige Kalif ist, dann darf keiner danach kommen und sagen, nein, alle Sahaba liegen falsch. Und du liegst richtig. Und deswegen sind selbst in diesem Punkt einige Gelehrte sehr hart und sagen, wer das sagt, gehört nicht zu Ahlus Sunnah. Die anderen sagen, nein, da kann man noch, ja, da sagen wir, das ist falsch, aber es ist jetzt nicht eine Angelegenheit, die rausschmeißt aus Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Deswegen sagte auch Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, die Angelegenheit mit Abu Bakr und Umar gehört zu den Grundlagen der Aqidah. Also, dass sie die Ersten sind, gehört zu den Grundlagen der Aqidah. Die Angelegenheit zwischen Uthman und Ali radiallahu anhuma ist eine Zweigangelegenheit. Was heißt Zweigangelegenheit? Also eine Angelegenheit, die jetzt nicht so grundlegend ist. Also mit anderen Worten, es geht darum, bist du noch von Ahlus Sunnah und Jama'ah oder nicht mehr? Wer Abu Bakr und Umar nicht als die Besten ansieht, gehört nicht zu Ahlus Sunnah und Jama'ah. Wer Uthman nicht vor Ali ansieht, ist bei einigen Gelehrten auch niemanden nicht mehr von Ahlus Sunnah und Jama'ah. Bei anderen sagen sie, doch, er hat zwar einen Fehler gemacht, aber gehört zu Ahlus Sunnah und Jama'ah. Das wäre der Aspekt mit dem Amtsantritt von Uthman radiallahu an. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die reine Aqidah lehren und möge Allah azza wa jal uns leben lassen mit dieser reinen Aqidah und uns sterben lassen mit dieser authentischen Aqidah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns versammeln mit den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten. Möge Allah unsere Herzen füllen mit der Liebe des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen edlen Gefährten radiyallahu anhum. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.